Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, wir sind hier natürlich immer noch in diesem Oblivion-Tor unterwegs, so ein Schardinal. Aber wir haben im letzten Part, ihr seht es schon, eine neue Rüstung bekommen, eine Dietrich Rüstung. Und zwar haben wir einmal die Stiefel, den Brustharnisch und die Beinschienen gefunden. Jetzt würde theoretisch dann nur noch eigentlich der Helm fehlen, oder? Dann hätten wir eigentlich das komplette Rüstungsset sogar. Nein, die Hand. Nee, Moment mal. Die Handschuhe. Wir bräuchten noch Handschuhe. Uns fehlen noch die Dietra Handschuhe fehlen uns. Genau. Wir haben nur die Stiefel, Beinschienen und halt eben die Rüstung. Und dann fehlen uns noch die Handschuhe und der Helm. Dann wären wir komplett. So. Jetzt snacken wir uns hier aber erst einmal den Feuerastrund nachen, der da unten rumgammelt. Ach komm her, weißt du was? Ich schalte dich direkt mal hier im Nahkampf. Ich will mal wissen. Okay, ja, die Rüstung ist bedeutend stärker. Die ist bedeutend stärker. So. Da haben wir was richtig Gutes gefunden. Da haben wir was richtig, richtig Gutes gefunden. So, ich weiß einfach mittlerweile schon gar nicht mehr, wo ich bin, ne? Das irritiert mich jetzt nicht, weil das hier irgendwie groß ist. Das geht eigentlich sogar noch von der Größe her. Es irritiert mich wegen diesem Oblivion-Tor. Wegen diesem einen Oblivion-Tor bin ich ein bisschen irritiert. Ich werde jetzt hier einfach mal aus Neugierde mal kurz hier einen Schnellspeicherpunkt setzen. Oder vielleicht sogar auch mal normal speichern. Bäm. Und dann will ich jetzt mal gerade durch dieses Oblivion-Tor gehen, weil ich einfach wissen will, wo ich da hinkomme. Oder Moment mal. Oder kam ich nicht von hier? Nein, kam ich nicht. Kann ja nicht sein. Kann ja gar nicht sein. Aber das sieht so ähnlich aus wie bei dem anderen Oblivion-Tor auch, oder? Oh, ich weiß es nicht. Egal. Let's go. Wir gehen mal kurz da jetzt rein. Wo kommen wir jetzt raus? Ich will's wissen. Wo bin ich hier? Ach du meine. What? Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Ach du Scheiße, in Skingrad? Wollt ihr mich eigentlich. Oh, hier ist einiges los. Nee, das ist ja Quatsch. Jo. Einfach mal sonst wo. Am Arsch der Welt sind wir da. Ne, das bringt jetzt nichts. Dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Ich bin nur so froh, dass wir hier eine neue Rüstung gefunden haben. Und die ist ja echt richtig gut. Bin ich sehr, sehr froh darüber. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein. Tür zu der Turm des Todes, na supi. Das hört sich ja sehr einladend an. Hallo? Oh, also wie. Ich höre einen. Wo kommt ihr denn immer her? Ja, hier. Mach ihn mal. Ich gehe in der Zeit mal hoch, bevor wir diese Tür da benutzen. Ich speichere hier mal ab, wer weiß, was da oben ist. Ein Sturmastronach, nach, na subi. Na, wie geht's? Oh, mein hat's geschafft, mein Detroff, den anderen zu besiegen. Können wir jetzt hier nochmal hier runter gehen? Aber nicht
Nicht auf den Fahrstuhl. Ich müsste den Fahrstuhl eigentlich wieder rufen, weil wenn ich hier runterfalle, falle ich ganz nach unten und krieg Rennen richtig auf die Fresse. So, jetzt komme ich wieder hoch. Ein Augenblick, bin sofort bei Ihnen. Ui. War das geplant? Nur so eine kleine Nebenfrage. War das geplant, habe ich gefragt. Dass sie da runterfallen. Wird er jetzt aufgespießt? Er wurde aufgespießt! Alter, ist das mies! Komm mal hoch hier. Ey, ist das mies! Er wurde einfach. Er fällt ja ganz von da oben runter. Und dann nehme ich ihn noch richtig hops. Und. Und. Nein! Nimm die schnell mit! Und ich nehme dann richtig Hops und schicke mir den Fahrstuhl runter, wo er dann aufgespießt wird. Was zum Henker passiert hier eigentlich gerade? Ich bin gerade jetzt in diesem Moment so verwirrt. Hat er irgendwie was Tolles dabei? Nein, nur Quatsch. Nur die Frage ist, was ist jetzt, wenn ich jetzt... Käfig? Torbedienung. So, den lassen wir mal frei. Der kann sich mal da unten dazugesellen. Und auch der wurde wieder aufgespießt, ey. Hey, ja, was und was für ein Tor wurde jetzt geöffnet? Das hier wurde definitiv mal nicht geöffnet. Moment mal, das geht doch schief. Oh, yippie! Es ging nicht schief. Hallo, ich klopf mal an. Nee. Will nicht. Ja, eine Abkürzung ist das jetzt nicht wirklich. So, ich muss mich beeilen. Renn doch! Wir werden hier wieder angegist hier. Vorbei. Was hat sich denn jetzt hier geöffnet? Die hat sich nichts, die hat sich nichts geöffnet. Ich war hier schon überall. Nennen wir mal drin. Nennen wir mal drin. Das heißt, wir können jetzt eigentlich theoretisch in diesen ganz großen Turm hier rein. Das heißt, was grinnt gerade, das andere Tor wird auch sonst wo in der Wildnis dann auch, ne, irgendwo sein. Würde ich mal schätzen. So, will ich da eigentlich rein, weil jetzt geht's eigentlich erst richtig los, ne? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall muss ich erstmal meinen Federzauber neu wirken. Ansonsten ist das alles auch nicht so wirklich... Naja, dann läuft das nicht so gut. So, gehen wir mal rein. Oh, hallo! Kniet nieder, Flegel. Hä? Wieso bin ich jetzt so schwer beladen? Wieso bin ich jetzt auf einmal so schwer beladen, hä? Kniet nieder. Egal, wir bedienen diesen Misttypen hier. So. Alter, wollt ihr mich jetzt eigentlich gerade komplett verarschen? Jetzt sagt bloß, die schleppen alle jetzt solche Rüstungen mit. Boah, das ist ja... Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Mann. Mann, ey. Warte mal.
Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, also da sind ja die Stiefel alleine schon. Da sind die Stiefel alleine schon mehr wert als mein Orkbrustharnisch. Ne? Das ist ja auch richtig traurig. Das ist ja richtig traurig. Ich bin so dämlich. Ich könnte ja den noch anziehen, ne? Im Notfall muss ich mir merken. Lass nochmal die Trichter Kriegshammer und ein richtiger Feuerastro nach. Sieht man auch nicht alle Tage. So, du auch noch. Hey, wo bist du? Geh nicht. Hey, bleib hier. Oh, oh. Oh, ist hier was los gerade? Oh ja, hier ist einiges los in The Hood. Hier ist einiges los in The Hood. Oh mein Gott, ist hier einiges los. Digga. Ein Augenblick. Was habe ich denn da jetzt gerade für einen Mana-Trank getrunken? Wieso? Hallo, Mana, lad dich auf. Wieso lädt mein Mana nicht auf? Scheiße! Es lädt sich gerade gar nichts auf. Was ist das? Auf mir liegt irgendein ein krasser Zauber gerade. Bruder, ist der OP. Wieso kann ich denn gerade nichts machen? Schau's an. Mein Mana steht still, meine Tränke wirken nicht. Oh, fuck. Ne, Moment mal. Oh, das ist gerade verbuggt. Das ist verbuggt, Alter. Ich kotze ins Essen. Das ist verbuggt. Oh, du bist gut im Ausweichen. Nicht schlecht. Aber treffsicher bist du aber auch nicht. Du bist gut. Nicht übel. Muss ich wirklich lassen. So, aber ich putze dich auch aus dem Leben. Ich bräuchte Handschuhe. Kapiert? Handschuhe. Alter, auf einmal kam da eine ganze Armee irgendwie voller Dudes raus. Nee, passt alles. So, wollen wir da noch mal rein? Wir wollen da noch mal rein. Definitiv wollen wir da noch mal rein. Aber vorher heile ich mich erstmal voll. Weil da habe ich ganz schön auf die Mütze gekriegt. Da, du, was hast du mit mir gemacht? Na, schieb deine scheiß Beschwörungszauber sonst wohin. Komm jetzt her und friss. Na, da brauchst du auch nicht mit irgendwelchen Schwertmoves anzukommen. So, und auf Wiedersehen, mein Freund. Auf Wiedersehen. Ah, die muss ich mitnehmen. Die sind zu viel wert einfach, solche Stäbe. Von ihrem Gewicht wieder her. Lohnt sich das? So, Moment mal. Du hattest jetzt aber keine Handschuhe dabei, ne? Nein. Was war das? Habe ich hier nicht gerade das ausgelöst eben? Hier haben wir lauter Blutbrunnen, von denen ich noch nicht wirklich Gebrauch gemacht habe. Nur einmal, meine ich. Und das war eigentlich dann auch nur wegen einem Versuch, um mal zu schauen, was dann passiert. Sozusagen eigentlich dann noch nie, kann man sagen. Ja. Ja, bitte erlöst mich hier. Ich will hier eigentlich nicht mehr sein. Aber da das hier ein Tor von Chardinal ist, muss das hier einfach auch geschlossen werden. So, direkt die Action, ja. Kümmern uns direkt um dich. Hey. Oh, da ist noch so ein Dude. Oh, du gibst mir ganz schön. Nicht übel. Oh, hier ist ja wieder so viel los. La la la.
meine lieben Freunde. La la la. Sage ich da nur. So. Hilfe. Ich bin so schwer beladen, weil irgendwie ein dämlicher Zauber auf mir liegt. Gleich ist er weg. Gleich kann ich wieder und dabei kann ich mich wieder bewegen. Sehr schön. Ui, ein Rubin. Ja, das nehme ich aber gerne mit, ne? Mensch, 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 hier ist ja die pure Action. Hier ist ja wirklich die pure, pure Action. Okay, aber so langsam, aber sicher gehen mir meine Reparaturhämmer flöten. Das ist nicht gut. Was ist das denn hier? Oh, hallo. Es sind auch noch zwei von denen. Ja, dann mach ich dich. Was? Ist gerade einer noch hinter mir gespawnt? Ich bin zu schwer beladen. Ich kann nichts machen, weil ich festhänge. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Okay, habt nur... Also, es fehlen immer... Die Dingens. Und die Dingens fehlen immer. Die beiden. Hast du gerade so einen Magier gekillt? Hast du. Ja, lohnt sich auch. Lohnt sich halt. Das ist es ja. Moment mal ganz kurz. Da bist du nicht gerade durch die Tür da gegangen? Nee, hä? Hier waren doch eben zwei von diesen Kriegertypen. Hier liegt einer. Kann auch sein, dass er einfach komplett abgehauen ist. Da soll mir scheißegal sein, um ehrlich zu sein. Ah, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Die Stiefel nehme ich mit. Die Stiefel nehme ich doch mit. So. Jetzt sind wir zu schwer beladen auf jeden Fall. Aber das ist eigentlich immer noch so... Ist eigentlich jetzt immer noch kein Problem. Wir müssten jetzt nur tatsächlich jedes Mal hier reingehen. Den Federzauber suchen, wo ich nie... Ich werde ihn nie finden. Ich... Hier. So, zack. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ich mache den hier nochmal. Und den hier nochmal. Dann haben wir jetzt eine Traglast von 610. Speichern werde ich aber auch nochmal. Und dann haben wir sogar im Notfall noch den Ring. Was? Hallo? Will hier einer noch Stress? Du willst Stress. Ergebt euch, Sklaven. Kein Problem. So. Auch dich hau ich weg. So, jetzt geht's aber erst wieder richtig los. Sanguis? Sanguis, nein, der eine, die Treppe hieß anders, ne? Aber so ähnlich, glaube ich. Hab gerade jetzt schon gedacht. Könnte sein, aber. Naja, hoffen wir mal eher nicht. Einmal nochmal reparieren.
Und dann... einmal schleichen. Ich denke mal, das ist beides dieselbe Tür, ne? Was ist denn das hier? Portal? Verziertes Portal? Das ist hier jetzt erst. Was ist das? Blutig? What? Oh, Männchen mal, was ist denn das? Ach so. Ach so. Ach so, okay. Alles gut, dann hat sich das jetzt gerade geklärt. Dann habe ich das auch verstanden. Und dann müssen wir hier rein. Let's go. Hallo. Hier ist bestimmt einiges los. Hallo, ist hier jemand? Ich bin hier, mir um den Siegelstein zu holen. Ja, da kommen Gegner. Oh, oh. Hey, sag mal, geht's noch? Wo rennt denn der rum? Was macht denn mein Dings jetzt da gerade? Ich habe absolut keine Ahnung, was er hier macht. Renn da mal raus und mach Action. So, dich habe ich gesucht. Der Magier muss sterben. Und er ist gestorben. Sehr schön. Das war wichtig. Und jetzt du. Damit ich die Stiefel hier mitnehmen kann. Ich bin gerade... Nein, die Stiefel lohnen sich auf jeden Fall. Oh, geil. Sehr schwieriges Schloss öffnen. Sehr gut. Das ist richtig, richtig gut. Ach, guck mal, da unten ist noch ein. Suchst du den vielleicht? Hey, wieso kommst du jetzt da raus? Bleib da schön unten drinne. Damit ich dich wegbrutzeln kann. Moment mal, das macht nicht wirklich viel Schaden. Deswegen machen wir einmal das hier. Und einmal ganz kurz... ich könnte den schon benutzen. Ich könnte Finger des Berges benutzen. 40 Punkte ist ja nicht wirklich gut. Das sehe ich ja jetzt so erst. Das ist hier viel besser. So, bleib schon da. Bisschen Zerstörung trainieren. Ist ein bisschen unspektakulär. Bruder. Zack, da haben wir ihn. Und jetzt bin ich genau in dem Moment zu schwer beladen. Einmal hier. Einmal hier. Plus einmal hier. Sehr schön. So, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich bin zu schwer beladen, das wollte ich sagen. Aber jetzt kann mir es, glaube ich, erst egal sein. Weil jetzt können wir nämlich noch den hier anlegen. So, den jetzt nehmen wir aus. Perfekt, so. Und schon können wir uns wieder bewegen. Und haben eine Traglast von 655. Das ist schon geil. So, alles mitnehmen hier. Mal Detra-Beinschienen, aber brauche ich nicht.
Wobei, wie sehen denn meine die Trabeinschienen aus? Ja, weg damit. Und dann nehmen wir die ganzen mit. Zack. Jetzt renne ich hier gerade ohne Beinschienen rum. Was denn nicht jetzt das hier? Ah ne, das ist aber hier kein Portal oder so. Meine Fresse, was wollte ich denn jetzt gerade sagen, als wir gegen diesen Detra gekämpft haben? Achso, ja, genau, dass es spannend ist, wenn ich jetzt hier mit meinen Blitzzaubern zuballer. Aber hey, ja, oh mein Gott. Das ist über 600 Gold nochmal. Naja gut, aber letztendlich haben wir hier einen Hammer dabei. Wobei, ich könnte den ablegen, fällt mir ein. Ich lege den ab. Und nehme den mit, das reicht nämlich noch. Oder würde sich so, oder könnte ich sogar noch einen Hammer mitnehmen, der würde sich sogar noch mehr lohnen. Wo waren der nochmal hier? 93, nein. Definitiv nicht. So, dann haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Ach, sollte vielleicht mal die Beinschienen anlegen, ne? Hallo? Beinschienen? Was sind die denn? Da oben. So. So, und dann jetzt weg damit. Braucht keiner, will keiner, kann keiner mehr sehen. So, dann können wir jetzt auf ganz entspannt nach Chardinal gehen. Sachen verkaufen. Das Tor ist geschlossen und bleibt hoffentlich geschlossen. So, kein Monster hier. Was liegt denn da? Ach, das ist ein Pferd. Oh mein Gott, ich dachte gerade. Nee. Ach so. Ich dachte gerade schon. Ich dachte erst, es wäre. Ich hab's erst gedacht, es ist ein Felsen, ey. Oh Gott. Gut. Lalalala. Es ist dunkel. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ein Tor nach Oblivion. Ja, warum? Das ist ja zu. Da ist nichts mehr. Ich hoffe, das Ding öffnet sich nicht nochmal, ne? Ich hoffe es. Aber wir haben es geschafft. Meine Fresse, ey. Also. Ich hoffe, ich habe jetzt mal einen Bonus auf Stärke, weil das hatte ich ja letztens gar nicht. Und das hat mich dann doch schon ein bisschen genervt. Muss ich sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ordentlich Gold und können auf jeden Fall unser Haus ein bisschen weiter ausstatten, würde ich sagen. Müssen wir halt nur schauen, was wir dann als nächstes einfach nehmen. So, 11 Stunden, bäm. Dann schlafen wir jetzt schön. Dann ist es 8:30. Dann haben die ganzen Läden auf. Jetzt müssen wir nur den ganzen Kram nochmal neu wirken. Ja, Stärke plus 2, das wollte ich. Das und das dann, perfekt. So, zack. Ja, ich bin zu schwer beladen. Falsch. Wobei, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich Krankheit heilen wegmache und Lastlindern auf meine Favoriten pack. Ganz, ganz ehrlich, ich liebe diese Stadt hier, ne? Ich liebe diese Stadt hier. Bin echt froh, dass ich mir ein Haus gekauft habe. So. Bitte nicht hier bringen, weiß ich auch. Aber das ist mir egal. Ich sehe es trotzdem an. So, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Seht euch nur um. Wie sieht denn das hier bei dir aus mit deiner Laune? Die sieht ja schmackotastisch aus, ne? Dann kann ich mich ja mal hier... Warum ist denn das jetzt genauso viel wert? Das verstehe ich jetzt nicht.
Egal, dann bin ich letztendlich froh, dass ich die Kriegsaxt mitgenommen habe. 1000. Da geht doch ein bisschen mehr, oder nicht? Nein, tut es nicht. Hä? Warte mal ganz kurz. 372. So. Ach, Moment mal. Sie hat hier auch nur 1000. Nimmst du Ihr den? wollt mich wohl ihm. Nee, okay. So. Ich kann nicht zu wenig. Ach, willst du mich jetzt faxen? Komm schon. Dann kann ich dir nur hier die Sachen geben. Warte mal, dann sind die aber bestimmt auch mehr wie 1000 wert, ne? Ja, dann hier. Da einer vielleicht irgendwie mehr Gold oder so. Kriege ich nur 1000, da kriege ich auch nur 1000. So, dann würde ich mal gerne hier. Ja, wie sieht's denn hier mit der Wand, der zweimal Wanddekoration? Warum hat die das zweimal? Der Studierbereich hätte ich gerne. Den Ankleidebereich hätte ich gerne. Und das war's auch schon wieder. Kommt wieder und kauft bei mir ein. So. Seht euch vor. So, dann können wir doch jetzt aber eigentlich wieder auch ausziehen und das hier anziehen. So, danke. So, wie viel Gold hat die Dame hier drin? Der Hallo? Marsch reitet. Ja, laber mich Seht euch nicht meine voll. Waren an. Die hat halt Ich. auch nur 1000. Ja, dann. Auf Wiedersehen. Obwohl, wenn ich schon hier bin, komm. Was kann ich. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Hast du irgendwie einen Streitkolben, der vielleicht besser ist wie meiner? Nein. Ja, dann hier, schau mal, guck mal. Wie sieht das bei dir eigentlich aus? Also wirklich gut gelaunt bist du nicht, aber das wird sich jetzt hier bestimmt ändern. Guck mal an, was ich alles für dich habe. Das ist ein echtes Sch. Ach, die hätte ich ja noch verkaufen können. Ich noch mal Dietrich Stiefel. Da das Wolfsfell noch. Das klingt nach einem angemessenen Preis. So, jetzt bin ich aber dann durch. Es Yes. war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Ja, mir auch. Schönen Tag. So. Dann können wir jetzt noch mal hier hin. So, Borbag. hallo, hallo, Was darf ich hallo. euch anbieten? Du bietest mir gar nichts an. Doch, du bietest mir was an. Ich hätte noch gerne den Schlafzimmerbereich. Dieses Angebot würde ich nicht jedem dahergelaufenen Interessenten machen. Und den Ich hätte Sitzbereich. es euch nicht so billig verkaufen sollen. Tja, dein Problem, nicht meins. Empfehlt mich euren Freunden. So, jetzt fehlen mir nur noch die beiden Lebt wohl. Wanddekorationen. Dann dürfte ich hier alles haben. Jetzt gehe ich mal dahin. Ich will das jetzt mal sehen. Mit der Wanddekoration sieht das auf jeden Fall bestimmt noch mal geiler aus. Kann ich hier das noch mal looten mittlerweile? Nee, schade. Hallo? Ja, so langsam wird das hier alles. So langsam wird das hier alles. Huch. So langsam wird das. Definitiv. Jetzt habe ich hier auch eine Truhe. Sehr schön. Aber hier mein Lagerbereich bleibt so, wie es ist. Ich könnte, was ich machen könnte. Genau, erstmal hier die ganzen Schriftrollen ablegen. Gute Idee. Die müsste ich immer noch verkaufen, aber ich mache es einfach nie. Ich mache es einfach nie und das ist mein verdammtes Problem. Genau hier die Zutaten raus. Obwohl, nein, 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 nein. So, genau. Wir haben ja hier, oh, Rang der Holo kann ich gleich auch noch ablegen.
Aber hier die ganzen Seelensteine mal. Der Bluttrank, keine Ahnung, was das sein soll. Tränk hatte ich hier oben drin, ne? Lege ich jetzt einfach mal da rein. Ja doch, lege ich mal da rein. Ich habe gerade überlegt, ob ich es vielleicht woanders reinlege. Aber ja, wer weiß. Oh, ich muss hier eh noch ein paar Tränke ablegen. Im Allgemeinen sehe ich gerade. Der Blutdruck kommt jetzt hier trotzdem mal dazu. So, zack. So, Gift der Stille könnte ich eigentlich ja kaufen. Ja, hier, weg damit. Der kommt da rein. Der Unsichtbarkeitstrank kommt da rein. Die, da kommen auf jeden Fall da rein. Unter Wasser laufen, hört sich auch interessant an. Kommen da rein. Die kommen da rein. Das ist einfach ganz schön gut. Und das kommt da rein. Jetzt die Frage. Das kommt raus. Ja. Das passt dann schon wieder. Dann jetzt hier. Wir haben ja ein paar Edelsteine dabei. Nicht viele, aber... So, zack. Dann hatten wir nochmal ein paar Schriftrollen, habe ich gesehen. Und zwar die überragende Erholung kommt da noch hin. Die Zutaten auf jeden Fall. Kommen auch da rein. Ah, Moment mal ganz kurz. Das ist Lebensenergie wiederherstellen. Doch, Lebensenergie wiederherstellen. Komm, wisst ihr was hier? Zack. So, zack. Gut, dann hätten wir das. Jetzt müssten wir... Was hätten wir denn noch zum Ablegen? Eigentlich stand nichts mehr jetzt, ne? Die Bücher gehe ich jetzt aber offscreen verkaufen. Auf jeden Fall. So, einmal vorsichtshalber hier das Wirken. Und ganz ehrlich, ich werde dann jetzt noch Folgendes machen. Erst einmal... Die 1 wieder belegen mit meinen Sachen hier. Ich weiß nicht warum, irgendwie... So... Jetzt kommt das hier auf die 6, das hier auf die 7, das hier auf die 8. So, jetzt haben wir alle ne, Traglas-Zauber auf. Gut, ich bin echt... Gerade am Überlegen. Hallo mal wieder, Muzera. Lästige Kreatur. Seht euch vor. Genug geredet jetzt, genug. Sie macht ihm irgendwie ein Kompliment. Also ich schätze mal, dass es ein Kompliment war. Und sie er beleidigt sie erstmal total durch. Grässliche Kreatur. Und dann macht sie direkt weiter und dann betteln die sich. Auch schon irgendwie witzig. So, aber gleich mal ab. Ne, falsch. Einmal die 6 müsste passen. Genau. Dann die 7. Passt. Und die 8. Passt. Und so haben wir jetzt eine Traglast von 610. Das ist unfassbar gut. Das ist unfassbar gut. Das ist schon richtig, richtig gut. Gut, ich werde jetzt hier den Part beenden, meine lieben Freunde. Ich bin echt gerade überlegen, ob wir in der nächsten Folge direkt mit dem Oblivion Tor... clever aus. Ob wir das Oblivion Tor und Skin gerade machen, ne? Weil wir kommen eigentlich aktuell gut klar. Wir kommen aktuell gut klar. Aber gut, das machen wir dann und entscheiden wir dann erst im nächsten Part. Wir sehen uns dann einfach genau an dieser Stelle hier wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Oblivion. Macht es gut. Ciao.